So, liebe Leute, herzlich willkommen hier zu Strategic Command World War One. Derzeit sind wir nicht direkt im Spiel. Ihr seht es vielleicht, das hier ist ein Livestream-Mitschnitt für euch auf YouTube nachträglich nachzuschauen. Verzeiht bitte, wenn die Folgen momentan sehr viel später erst auf dem Kanal erscheinen. Aber ich komme momentan kaum hinterher, die Folgen alle noch nachträglich hochzuladen, gebe mir aber redlich dabei Mühe. So, ihr seht einerseits, ich habe jetzt ein Greenscreen-Setup, das Ganze sieht ein bisschen hübscher aus als sonst. Und ihr seht auch, dass ich hier in einem Malprogramm in GIMP drin bin und das nicht ganz umsonst. Denn bevor wir ins Spiel reingehen, will ich euch kurz erklären, so wie ich das eben ausführlich mit meinen Stream-Zuschauern besprochen habe. Für euch gibt es jetzt hier die Kurzversion, was so meine Offensivplanungen sind, die wir hier im Spätsommer, Frühherbst oder eben vielleicht auch erst im Frühjahr 1916 durchführen werden. Aktuell ist ja der 4. September 1915. Und ich habe mir überlegt, hier an der Südostfront, wo die österreich-ungarischen Truppen stehen, dass wir dort erstmal die naheliegendsten Ziele, nämlich die galizischen Ölfelder hier in Rot markiert, die Stadt Tarnopil, die Stadt Proskurow als nächste Ziele auswählen und unsere Truppen dann entsprechend hier in Angriffsstellung bringen. Zuvor müssen wir noch ein bisschen gucken, dass die Truppen auch entsprechend nach der neuen Technologie, Infanterietechnologie aufgewertet sind. Und ich habe überlegt, wir werden unsere Verteidigungsstellungen hier an der Straße und hier an der Straße Richtung Luck und Lublin werden wir ein bisschen nach vorne verlagern, damit wir dort nochmal vorgeschobene Verteidigungsposten haben, denn der Gegner wird hierüber wahrscheinlich kaum in die Flanke fallen können und auch hier Probleme haben, hier durch das Gebiet vorzurücken, wenn wir uns hier entsprechend aufstellen. Von daher werden wir das ein bisschen nach vorne verlagern. Das ist der Plan für die Südostfront und jetzt gucke ich mal gerade das Zentrum. Ah ja, okay, das muss ich euch jetzt hier hinziehen, das ist aber kein Problem. Außer, dass die Ansicht zu klein ist. Das regeln wir auch gerade noch. So, liebe Leute, das ist der Plan fürs Zentrum. Also ihr seht schon, die Ostfront hat gar nicht mal so viel offensive Optionen. Das liegt auch daran, weil wir dort weniger Truppen stationiert haben. Aber was ich versuchen möchte, ist von beiden Seiten hier die Stadt Kutno und die Stadt, dessen Namen ich gerade vergessen habe, hier ist das Krakau? Ich glaube, es müsste Krakau sein. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste hier Krakau liegen. Oder? Nee, Krakau ist hier unten. Wrong. Das war falsch. Auf jeden Fall die Stadt hier im Süden. Dass wir die beiden möglichst einkesseln, denn wir haben hier bereits Truppen stehen. Ich habe die Truppen jetzt auf diesen Screenshots nicht mit aufgenommen, damit das einfach mit den Bewegungen und den Zielen etwas übersichtlicher ist. Aber hier stehen ja schon diverse Truppen von uns, auch hier im Norden. Und da will ich versuchen, diese beiden Stadtziele erstmal einzukesseln und einzunehmen. Wir werden erstmal noch nicht auf die Ziele hier Richtung Warschau, Radom und vor allen Dingen auch nicht auf die Festungen gehen, weil wir dafür einfach nicht genug Truppen haben. Und auch im Norden werden wir uns sehr zurückhaltend verhalten, im Norden dieser großflächigen Ostfront. So, dasselbe gucken wir dann nochmal nach. Jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich denn hier? Dann öffnen wir das halt einfach nochmal. So, wo hatte ich das abgelegt? Im Ordner von Strategic Command. Moment. Genau, der Plan an der Ostfront, der sieht schon ein bisschen aufwendiger aus, denn an der Ostfront haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu tun, liebe Leute. Und hier könnt ihr sehen, was wir zu tun haben. Also, um euch das mal zu erklären, hier in Gelb, es sieht nicht schön aus, ich weiß, aber es kommt auf die Funktionalität an, habe ich einmal die Hauptfestungen des Feindes markiert. Das sind einmal hier diese drei Festungsstädte hier im Süden, dann hier oben diese total krass ausgebaute Festung, das ist Verdun. Und vor der einen Festungsstadt Toul liegt hier noch die Stadt Nancy. Ich habe also gesagt, hier als Ablenkungsangriff werden wir also probieren, von Metz aus und von hier aus entsprechend Nancy anzugreifen und einzunehmen. Und wir werden hier in die Vogesen vorrücken, einfach um den Gegner hier ein bisschen beschäftigt zu halten. Unser Hauptvorstoß, der soll aus der Gegend rund um die Ardennen und nordwestlich und südlich von Brüssel hier stattfinden. Das soll der Hauptvorstoß hier sein in Richtung Reims, Châlons und in Richtung Cambrai.
Und dann werden wir weiter nördlich probieren, hier die Stadt Lille auch einzunehmen. Bei Ypern bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir das schaffen werden. Die lassen wir erstmal links liegen. Vielleicht ergeben sich da aber auch noch weitere Möglichkeiten. Das schauen wir dann mal. Diese MPP-Provinz, die wir hier haben, wo dieses Minensymbol ist, dieses Kohleproduktionssymbol, werden wir auch versuchen, in einer kleinen Flankenbewegung hier noch mit einzunehmen. Sollte uns das denn ermöglicht werden. Das werden wir dann aber noch sehen. Also eine relativ kleinflächig gedachte Offensive, aber eine, mit der wir näher an Paris heranrücken und dem Feind hoffentlich gute Verluste bescheren, weil wir jetzt eben technologisch fortgeschrittener sind durch unsere neue Infanterietechnologie. Das ist die Idee. Einziges Problem hier im Nordbereich, wir haben hier nur eine Artillerie stehen und die hat momentan nur eine Munition. Müssen wir also mal gucken, ob das dann wirklich am Ende funktioniert. Ich zeige euch das dann hier im Spiel nochmal. Das ist nämlich unsere Artillerie mit einem Geschoss. Und leider sind wir bei der Forschung ja noch nicht bei der verbesserten Granatenproduktion, die hier die Geschossvorräte jede Runde um 1 erhöht. Dann haben wir hier auch eine bessere Offensivkapazität mit dieser Artillerie und wir bräuchten streng genommen eigentlich auch mehr. Ich habe auch gesagt, dieser Fortschritt hier im Norden, der wird deswegen auch schwierig, weil wir hier nicht viele Reserven in der Rückhand haben, sondern hier ein schmales Aufmarschgebiet besitzen zwischen den Niederlanden und der Grenze hier, wo die Alliierten, insbesondere die britischen Truppen auch stehen. Hier übrigens sind die Australier, die NSECs, auch unterwegs. Naja, mal gucken, aber die stehen hier zwischen Verdun und Nancy. Mal gucken, ob wir hier mit dem Vorstoß erfolgreich sind. Hier im Süden sind die Truppen ja und im Zentrum schon ziemlich weit fortgeschritten, was ihre Aufwertung angeht. Wir werden aber natürlich jetzt demnächst gucken müssen, dass wir andere Truppen wie diese hier auch aufwerten, damit die hier entsprechend bereit sind, vorzurücken und müssen ein bisschen auch aufs Wetter hoffen, dass uns das nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Die beiden Truppen sollten wir vielleicht auch noch und hier und ach ja, müssen wir alles noch ein bisschen aufwerten in den nächsten Runden. Also wir können leider nicht direkt im Spätsommer starten mit der Offensive, das ist noch ein bisschen früh. Vielleicht müssen wir es bis ins Frühjahr vertagen hier an der Westfront. Das müssen wir gleich mal schauen. Ach so, im Übrigen habe ich mit den Stream-Zuschauern auch noch nicht drüber gesprochen. Jetzt die Italien-Front, da werde ich erstmal nicht viel machen. Ich werde auch hier Aufwertungen vornehmen, wie hier die Guards-Abteilung. Die können wir jetzt direkt schon mal verbessern, dass die sich hier noch ein bisschen besser schützen kann. Die hier können sich nicht verbessern lassen, weil die nur noch 3 von 4 Aktionspunkten haben. Die kriegen wir leider auch nicht verbessert. Hier das Reservekorps. Das ist alles ein bisschen schade, denn sobald die Einheiten Feindkontakt haben, dürfen die nicht aufgewertet werden. Und das zählt leider für alle Einheiten hier derzeit. Dementsprechend sehr, sehr schwierig das Ganze. Naja. So, dementsprechend müssen wir hier also wirklich gucken, dass wir hier in einer möglichst stabilen Verteidigungsstellung bleiben. Ich weiß gar nicht, wenn ich hier auf Verschanzen gehe, kann ich mich dann nochmal zusätzlich verschanzen? Oder fehlt mir dazu die Technologie derzeit? Das müsste ich mal gucken. Grabenkrieg haben wir 1 und bald 2 mit den Deutschen. Verschanzung 1 von 2. Die können sich auch alle nur bis 2 verschanzen. Und eine Verschanzung haben wir hier allein deswegen wegen dem Ort schon, ne? Oder ist das hier gedeckelt? Kann ich mich in dem Ort nur auf 2 verschanzen, egal wie stark ich die aushebe? Da bin ich mir jetzt nämlich nicht so sicher. Nee, hier die dürfen sich auf 3 verschanzen, obwohl maximale Verschanzung des Ortes bei 2 liegt. Das heißt, es müsste hier möglich sein, sich stärker zu verschanzen. Machen wir das doch mal, dass die hier schon mal besser gesichert sind nächste Runde, hoffentlich. Und ich denke, die hier werden... sich auch schon mal hier einverschanzen. Vielleicht rücken die hier nach Trentino vor, vielleicht auch nicht. Wenn sie es nicht tun, können wir die Einheit nämlich nächste Runde noch aufwerten auf die nächste Stufe. Das wäre eine sehr gute Sache für uns. So, die Einheit können wir auch nicht daraus bewegen. Die wäre auch noch aufzuwerten hier hinten. Die Einheit könnten wir noch aufwerten.
Wir haben noch 309 Punkte. Also das wäre noch potenziell möglich. Die haben keine vollen Aktionspunkte. Die auch nicht. Die auch nicht. Da haben wir also hier schon getauscht in dieser Runde, wie es aussieht. Die haben alle keine AP mehr. Die dürfen auch nicht aufgewertet werden. Das ist sehr, sehr schade der Zeit, dass wir hier nicht mehr sehr viel machen können. Die sind auch sehr gut verschanzt hier. Die will ich jetzt eigentlich hier auch noch nicht rausziehen. Vielleicht dann in der nächsten Runde erst. Und dann müssen wir die nochmal aufwerten. Ja, das wird alles noch ein bisschen dauern. Die Zeit müssen wir uns nehmen. Hier sehen wir jetzt die Situation am Zentrum der Ostfront. Die Einheit haben wir gerade aufgewertet. Die ist nächste Runde noch dran. Die wurde aufgewertet. Das ist auch gut, die auch. Die beiden können nicht, weil sie natürlich direkten Feindkontakt haben. Möglicherweise müssen wir also schauen. Und hier sehen wir schon, was das Problem ist, wenn wir diese Einheit nach Süden vorrücken lassen, dann haben wir hier eine Lücke, die sofort geschlossen werden könnte durch den Feind. Und wenn ich die nachziehe, diese Einheit von hier nach da, dann ist meine Artillerie auf einmal offen. Das ist natürlich auch ein großes Problem. Hier haben wir zwar eine Einheit, aber die ist da ganz alleine. Die können auch so gerade standhalten. Also eigentlich sind wir hier ein bisschen unterbesetzt, wenn man so will. So, wir können aber bei den Österreichern jetzt doch einiges verbessern hier. Ich würde sagen, die Einheit, die Abteilung, das kostet sowieso nur 8 MPP. Die wird schon mal verbessert. Bei den Einheiten, da wollte ich jetzt ja eigentlich auch hier noch vorrücken bis nach Lublin, aber in zwei Schritten bitte. Da werde ich vorher aber auch nochmal 23 MPP ausgeben. Wir gehen jetzt mal hier ein bisschen ins Geld, werden das gleiche auch hier noch mit der Einheit machen, die ohne Feindkontakt steht. Sehr gut, die sind auch schon aufgewertet, das ist okay. Die Kavallerie hier kann auch verbessert werden, kostet auch ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Die vier Einheiten sind alle ohne Feindkontakt, das ist ideal, die dürfen wir jetzt alle schon aufwerten. Und das werden wir auch machen, bei den neuen Stärkepunkten ist das okay. Denn dann haben wir hier im Süden eine ziemlich verbesserte, sehr stark verbesserte Angriffskraft und können die Einheiten dann hier auch entsprechend einsetzen. So, die Artillerie hat hier zwei Geschosspunkte, ist auch schon verbessert worden. Also da können wir dann demnächst gucken, welches Ziel wir am besten auswählen. Und ich denke, wir können auch vielleicht schon mal hier tauschen mit einer Einheit, zum Beispiel mit der hier. Wenn die da angreifen wollen, herzlichen Glückwunsch. Das mache ich selten, diesen Tausch, weil das kostet auch Bereitschaftspunkte. Aber dafür ist die Einheit jetzt diese Runde schon in der Lage, aufgewertet zu werden. Und das ist natürlich hier schon ein wichtiger Aspekt. Das halte ich für sehr sinnvoll, dass die das direkt machen. Die beiden kann ich nirgendwo rausziehen, die anderen sind schon aufgewertet. 232 Punkte sind jetzt noch übrig und jetzt können wir natürlich nochmal hier in den Süden gucken, nach Serbien. Wir sehen hier viele Einheiten, die auf jeden Fall verstärkt werden müssen. Auch das müssen wir tun. Auch die werden wir mal verstärken, das kostet viel, aber muss sein. Die Einheit steht frei, die kann jetzt auch schon mal aufgewertet werden. Und die Einheit ebenfalls, das ist natürlich wunderbar. Die wiederum nicht, denn die haben Feindkontakt. Okay. So. Denke ich mal, dann werden wir jetzt hier einmal die Einheit schon verschanzen. Die ist sowieso verschanzt. Perfekt. Okay. 1513. Hier dürfen wir übrigens nochmal angreifen. Und ich denke, bei der lohnt sich das am meisten. Da greifen wir jetzt nochmal an. Die hat 9 Stärke, das müsste klappen. So, 5 Schaden, einen zurück. Das ist genauso wie vorhergesagt. Das ist, denke ich mal, völlig okay. Wir sind 2 eingegraben. Und die Belgrad-Abteilung ist hier schon extrem geschwächt. Huch, ein lautes Geräusch, eine Stadt. So, dann haben wir das auch. Hier ist eine Einheit bereits total verschanzt und mit
einem Punkt Überstärke ausgestattet. Ich könnte sogar noch einen Punkt für 24 ausgeben. Aber das ist mir ehrlich gesagt das Ganze momentan ehrlich gesagt nicht wert. Wir sehen auch hier, die Russen, die Zaren haben schon eine verbesserte Einheit hier stehen. Und auch im Rückraum, glaube ich, hatten die auch schon welche. Kutulinchen fragt, sind die Truppen gegen Italien schon verbessert? Genau, ich konnte nur diese Einheit verbessern. Alle anderen kann ich derzeit nicht verbessern, weil sie Feindkontakt überall haben. Also benachbart sind zu feindlichen Einheiten, dann kann ich die nicht verbessern. Das ist ein Problem, weil wir eigentlich hier auch keine Reserven haben, mit denen wir tauschen könnten. Da werden wir so schnell nicht viel machen können, außer vielleicht überschüssige Reserven hier nochmal abzuziehen. Ach, den konnten wir noch aufwerten hier, ne? Den Kollegen. Vielleicht ist genau er derjenige, der dann nächste Runde nochmal hier hingeschickt wird, dass wir nach und nach wenigstens hier die deutschen Truppen noch aufwerten können. Das wäre mir schon wichtig. Bei den Österreichern ist es jetzt ehrlich gesagt momentan halb so wild, weil die Italiener ja auch nicht über die verbesserten Einheiten verfügen. Und ich sowieso erstmal den Schwerpunkt hier unten hinlegen will. Ach, die können wir auch noch aufwerten hier in Pristina, die Einheit. Sehr gut. Ja, los. Perfekt. Drei Einheiten wurden auch hier schon aufgewertet. Das ist gut. Das wird die Serben hier schnell in die Knie zwingen. Das einzige Problem, was wir dann haben, wenn wir die Serben in die Knie gezwungen haben, dann müssen wir jede Stadt mit mindestens einer Abteilung besetzen, die die Serben vorher besessen haben, weil ansonsten überall sofort Partisanen spawnen. Das ist ein bisschen doof, weil wir jetzt hier viele Infanterie-Korps haben, die ich eigentlich direkt hier nach Italien bringen will, aber erstmal nicht kann. Also ich muss quasi kompliziert Einheiten verlegen. Wie genau das funktionieren soll, bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, das wird uns gar nicht gelingen. Schauen wir mal. Aber das ist eine Aufgabe für die Zukunft. Ja, ach so, zu den Osmanen habe ich jetzt auch noch nicht gesagt, wie wir da vorgehen. Denn ich denke, da wird sich an den Fronten einfach wahrscheinlich lange Zeit gar nichts tun können, da wir hier ohne technologische Verbesserung keine wirklich gute Chance haben, uns hier zu verbessern. Wir können denen erstmal hier Verstärkungen geben. Und ich würde auch sagen, dass wir die mal rausnehmen und tauschen. Verschanzung 2. Ja, weiß ich. Schafft die Abteilung das alleine? So eine Sache, ne? Ja doch, ich würde sagen, wir besetzen hier Rize mit der Abteilung und ja, die Verschanzung wird von selber wieder aufgenommen. Das müssen wir nicht extra noch machen. Gut, und die müssen wir dann in der nächsten Runde verbessern, beziehungsweise können das dann auch hier machen. Genau. So, hier ist noch ein russisches U-Boot. Aber unsere Zerstörer müssten eigentlich auch mal ein bisschen Stärke zurückgewinnen. Die sind ganz schön platt und kaputt. Und das sind die einzigen, die wirklich gut gegen U-Boote vorgehen können. Von daher müssen wir da einfach noch ein bisschen warten. So, die Osmanen haben noch 329 Punkte. Hier hatten wir noch eine Core-Einheit, die wir, glaube ich, hier hinbringen wollten. Als zusätzlichen Ersatz haben wir noch die Möglichkeit, die zu transportieren mit 22 MPP bis hier unten hin. Das ist doch ideal. Schicken wir die mal nach Gaza, dass die hier die Truppe noch verstärken können. Dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, gegen den Gegner hier vorzugehen. Ich bin mir aber nach wie vor nicht sicher, inwiefern sich das lohnen wird. Lasst mal gerade schauen. Versorgungspunkte sehen so aus. Oh, die sind 4 Punkte verschanzt. Die Alliierten, die haben nämlich hier schon verbesserte, wow, zweimal verbesserte Verschanzungen. Da lohnt es sich ja gar nicht anzugreifen. Sag mal, was haben die denn geforscht? Ich glaube, die Alliierten haben schon irgendwie die dritte Stufe Grabenkriegsführung erforscht. Kann das sein?
Ja, ich würde auch sagen, die Briten, die sollen sich hier bei uns erstmal abarbeiten. Wir sind hier auch in einer guten Stellung, haben genug Reservetruppen jetzt, also das ist okay. Wenn hier der Aufstand noch ausbricht, dann sind wir auch relativ okay gerüstet. Wir könnten hier noch ein bisschen die Kavallerie verstärken. Das ist auch in Ordnung. Und hier demnächst dann auch um 3 Punkte. Und die lassen wir hier in der Stadt Timer stehen. Sehr gut. So, die hier oben sind auch verschanzt. Perfekt, mehr geht nicht. Ja, und dann haben wir natürlich jetzt hier neuerdings auch Partisanen in Libyen. Hier neben den Italienern. Die können dann vielleicht gleich mal Bardia einnehmen. Und hier Probleme im Grenzgebiet Westägyptens machen. Damit die Briten vielleicht noch ein bisschen mehr zu tun kriegen in der Region. Sieht gut aus. Was machen wir mit den beiden hier oben eigentlich? Die, habe ich gesagt, die sollen hier stehen, weil die hier hinter einem Fluss eine super Verteidigungsstellung haben. In einer Dreierverschanzung jeweils hier sind die mehr oder weniger nicht zu besiegen. Hier aus dem Osten kann nichts kommen, denn im Osten ist Persien, das ist nicht russisches Gebiet. Also über diese Straße kann uns niemand in die Flanke fallen, nur über den Norden, über Berg Ararat und die Wege hier. Und da kommen die Gegner ja nicht an uns vorbei, von daher ist das, denke ich mal, okay. So, der hier ist nur in Bodendeckung. Da will ich aber dann auf jeden Fall gleich mal, aber ganz sicherlich mal, eine Verschanzung einrichten, dass die Einheit hier nicht zu knacken ist. Die Einheit ist auch verschanzt, aber der Gegner hat sich letzte Runde, glaube ich, versucht daran abzuarbeiten, erfolglos. Und der Big Gilga ist auch im Chat eingetroffen. Hi, herzlich willkommen. Glück auf an den Herrn Feldmarschall. Ja, ich hoffe, dass uns das Glück hold bleibt. Sieht ja bisher gar nicht schlecht aus. Ich habe bereits einiges erläutert zu geplanten Offensiven, insbesondere im Westen. Vielleicht aber auch erst im Frühjahr dann, weil wir jetzt ja auf den verregneten Herbst zusteuern. Einige Einheiten wurden jetzt aufgewertet. Ihr seht es auch, die Punkte sind jetzt nicht mehr hoch. Der kann nicht aufgewertet werden. Wir könnten natürlich den hier noch mit ihm tauschen, dass wir den nächste Runde aufgewertet kriegen, ne? Den können wir auch vielleicht nächste Runde schon aufwerten. Ja. Aber wenn wir Pech haben, klappt das aber auch nicht. Ich lasse den erstmal da stehen. Das ist ganz okay. Ja, der hat leider was abbekommen, der Hindenburg. Das war nicht so geplant. Den können wir noch verstärken. Das machen wir auch für 11 MPP. Die Einheit können wir nicht verstärken, weil die so weit vorne raussteht. Ich weiß gar nicht. Wie sieht denn die Versorgung aus? Eieiei, 4. Oh. Die müssten wir eigentlich mal hierhin zurückziehen. Aber der Gegner könnte hier noch agieren. Gar nicht so easy, weil jetzt auch die Artillerie, ich glaube, die ziehe ich jetzt auch lieber hier in den Schutz der anderen Einheiten rein, dass hier nicht irgendein Blödmann angelaufen kommt und uns hier Probleme macht. Vielleicht, ja, wenn ich die Einheit dahin reinziehe, habe ich natürlich wieder das Problem, dass hier alles offen ist und der Gegner hier fleißig vorrücken kann. Vielleicht brauchen wir hier eine Abteilung, die hier irgendwie in Tannenberg dann noch steht. Und hier noch eine Einheit, die hier stehen müsste. Also wir bräuchten vielleicht noch 2 Abteilungen hier. Kriegen wir die vielleicht noch gekauft mit Deutschland? Was ist denn in der Produktion? Keine Infanterie. Abteilungen würden ja hier völlig reichen. Moderne gleich. Kosten die mehr? Ja, ne? 83 MPP. Es wäre aber noch machbar. Ja, ich würde sagen, die kaufen wir und auch die Bremer als moderne Abteilung kaufen wir gleich mit. So, und dann wird die Punktezahl aktualisiert. 109. Und ich glaube, liebe Leute, ich habe auch das Gefühl, dass wir hier in die Grabenkriegsführung mehr investieren müssen. Ich habe hier tatsächlich das Gefühl, dass der Gegner uns hier weit voraus ist und dass wir da nachrücken müssen. Sonst sind wir ziemlich, ja, ziemlich schlecht unterwegs. Die Frage ist, hier im regnerischen Nordseegebiet, sollen wir irgendwohin vorrücken mit unserer Flotte, die ja eigentlich hier fast vollzählig und voll verstärkt ist. Und wir müssen auch noch ein bisschen die U-Boote hier ziehen. Haben jetzt hier noch einen leichten Kreuzer, der wieder auf voller Stärke ist. Der könnte zum Beispiel hier den schweren Kreuzer noch schützen, in zweiter Reihe hinter dem Zerstörer. Die hier müssten eigentlich noch 37 MPP, ja komm. What gives? Dieses große Schlachtschiff. Dann haben wir hier noch einen leichten Kreuzer.
Vielleicht hier noch mit hin? Ja. Okay. So, dann das U-Boot. Das U-Boot. Hier haben wir auch noch ein U-Boot. Aktionspunkte 17, Versorgung 5. Das muss auf jeden Fall wieder in die Versorgung. Und soweit ich weiß, werden die ja versorgt auch neben einem Hafen. Also würden die hier zum Beispiel auch versorgt werden können, ne? Wobei, die können gerne auch ihre Stärke auffüllen. Das ist okay. So, dann gucken wir mal. So, mit STRG kann man hier Teilbefehle geben. Das ist sehr gut. Dann schützen wir jetzt hier mal die Konvoiroute, soweit es eben geht. So, dann haben wir hier Versorgung 10. Der rückt also gerade aus. Der rückt auch aus und der rückt auch aus. Die haben alle noch gute Versorgungswerte. Die Frage ist, sollen wir die auf Schleichfahrt hier durchschicken? Ich würde ja fast sagen ja, weil ich möchte hier nicht von irgendwelchen Schiffen wieder gestoppt werden. So, hier sehen wir nämlich zwei Schlachtschiffe der Briten in der Fernblockade stehen. Sehr interessant. Und ich denke, jetzt werden wir auch hier mal auf Schleichfahrt gehen. Und werden mal schauen, was sich hier befindet. Vielleicht gehen wir auch hier hin. Ah, okay. Ein leichter und ein Panzerkreuzer der Franzosen und ein leichter Kreuzer der Briten. Ja, die Einheit hier könnte eigentlich nach wie vor diesen Konvoiweg nach Russland hier angreifen. Und ich wüsste auch nicht, warum ich damit einfach so aufhören sollte. Vielleicht bringen wir die ein wenig außerhalb der Reichweite des Feindes mal hier oben hin. Dass die nicht auf dumme Gedanken kommen. Das fände ich gut. Ja, hier hinten sind Einheiten auch mit einer guten Versorgung unterwegs. Dann würde ich doch mal sagen, wir... Können wir hier beide damit angreifen? Beide Konvoirouten? Oder nur die eine? Bin ich mir nicht ganz sicher. So, ich probiere auf jeden Fall hier beide Routen irgendwie mitzunehmen, wenn es denn möglich ist, weil es reicht auch, wenn man die hier angrenzend positioniert, das weiß ich. Mal schauen. Vielleicht könnte man sogar hier unten hin. Ah, das wäre natürlich... Ah, leider reicht das aber nicht ganz. Nee. Da kommen wir übernächste Runde dann erst hin. Versorgung 9, Versorgung 8. Da würde ich sagen, wir probieren es mal, hier hinzukommen, um dann diese Route hier westlich von Irland anzugreifen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Warum eigentlich nicht? So, das U-Boot kommt zurück. Der Träger kann ja hier wieder ein wenig das Scouting starten. Hier ins Hinterland. Ja, wir sehen, Memel ist immer noch frei. In Tilsit haben sie noch was stationiert, aber sonst nirgends. Gut, das macht mir hier keine Sorgen. Das ist eigentlich völlig in Ordnung. Gut. Liebe Leute, ich glaube, wir haben dann die Runde. Ich möchte die Flotte hier nicht rausbringen, weil ich ehrlich gesagt jetzt hier wenig Punkte aufwenden will für die Flotte in der nächsten Zeit, sondern eher für die Aufwertung hier weiterhin bereithalten möchte. Okay, was haben wir denn hier? Die Viribus Unitis ist hier eigentlich mal zu verbessern, aber wir haben natürlich kaum noch Punkte übrig. Na doch, wir könnten die wieder auf volle Stärke bringen. Die anderen Schiffe sind aber auch alle sehr, sehr angeschlagen. Muss man den Jägern einen Befehl zum Abfangen geben? Nee, Kutulinchen, das muss man nicht. Das machen die von selbst, wenn sie noch AP in der Runde übrig haben. Also die können immer nur einen Abfangflug starten für eine Einheit. Wenn mehrere Einheiten hier sind und ich habe nur einen Jäger, dann kann der auch nur einmal schützen. Und das legt man hier fest mit automatisch abfangen, eskortieren, Boden und so weiter. Also ich könnte die theoretisch auch am Boden lassen. Ich könnte ihnen sagen, bitte nur auf Abfangmissionen gehen. Oder ich könnte auch eine Jägereinheit zum Eskortieren bereithalten. Dass man hier zum Beispiel sagt, hier bitte eskortiert hier mal den... Ne? Ich weiß ja schon, hier sind auch Jäger überall. Aber da könnte ich jetzt mit aufklären und dann würde er hier nicht eingreifen, weil er gar keine AP mehr hat.
Deswegen ist das gar nicht mal unkritisch. Ich würde aber sagen, dass wir ihm grundsätzlich mal einen Abfangbefehl geben. Ich will ja in Zukunft noch mehr Jäger hier stationieren. Ich weiß gar nicht, ist hier... Nee, bitte bei Kaufen mal gucken. Ob in der Produktion... Da ist noch ein Jäger, der im September allerdings erst... Ja, doch schon in der nächsten Runde, am 18. September soll der eintreffen hier. Den könnten wir zum Beispiel hier auch an die Westfront bringen, weil hier am meisten Flugzeuge sind. Hier oben glaube ich gar keine. Also da würde hier ein zweites Flugzeug Sinn machen, dass man eins zum Abfangen und eins zum Eskortieren bereithält. Damit wir hier die eine Jägerstaffel entlasten mit einer zweiten. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. So, die Einheit hier hat schon 6 von 10 geschossen. Also hier hätten wir tatsächlich Offensivkapazitäten. Ich frage mich gerade, ob ich da nicht... Ob ich da nicht schon mal... Ob ich da nicht schon mal die Artillerieeinheit verschieben will. Denn hier im Süden will ich ja nun am wenigsten Unterstützung haben. Sondern eher hier im Nordbereich. Da bräuchte ich meine zweite Einheit. Da können wir hier vielleicht auch die Kavallerieeinheit hier noch in den Süden, vielleicht sogar hier in die Berge bringen. Ja, ich glaube, das mache ich sogar. So, den müsste ich jetzt, ja, entweder packe ich ihn hier schon mal rein, südlich von Metz, dann ist der natürlich super angreifbar für 3 Einheiten. Andererseits, wenn die sich einmal gut verschanzt haben, dann ist natürlich Essig, ne? Und ich hätte auch eine Reserveeinheit, die nachziehen kann. Ich mache das mal. So, bitte einmal hier verschanzen. So, euch kann ich jetzt hier reinziehen. Die sollen bitte auch nicht hier ins Abwehrfeuer mit rein. Die müssen jetzt so klarkommen. Das wird wohl, denke ich, mal klappen. Okay, so. Und dann hätten wir unseren Zug eigentlich soweit vorbereitet. Und wir könnten dann in der nächsten Mitschnittfolge für die YouTube-Zuschauer können wir dann starten mit dem Zug des Gegners und können uns wieder neue Gedanken machen. Ne? Wie war es hier im Süden, im Adria-Bereich? Da sind jetzt auch deutsche U-Boote... Ja, und die Frage war, ob hier irgendwer... Ja, ich glaube, das ist schon so ganz gut. Versorgung 7-7. Da lassen wir die beiden mal stehen, würde ich sagen. Jo, alles klar. Das Essen ist auch gerade fertig. Perfekt, dann mache ich jetzt hier einen Cut, liebe Leute. Und im Stream gleich eine kleine Pause. Und dann geht es in der nächsten Folge für die Zuschauer auf YouTube weiter. Und natürlich auch im Livestream mit dem nächsten... Mit der nächsten Runde. Bis dahin, macht's gut. Ich sag schon mal an die YouTube-Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.